Moment mal, geht die Star Wars Titelmelodie nicht anders? Tja, normalerweise schon. Die Weltraumsimulation TIE Fighter hat anno 1994 allerdings nichts mit braven Jedis und Rebellen am Pilotenhelm, sondern versetzt mich als Diener des Imperiums auf die dunkle Seite der Macht. Dementsprechend erklingt hier der imperiale Marsch. Weil heutzutage niemand mehr Zeit zum Lesen hat, erkläre ich kurz die Handlung. Im Film Das Imperium schlägt zurück hat das Imperium zurückgeschlagen, die Rebellenbasis auf der Eiswelt Hoth ausradiert und sich auf den Zenit seiner Macht aufgeschwungen. Als kleiner Raumpilot schließt sich mein Held der imperialen Flotte an, um die restlichen Rebellen zu jagen und in der Galaxis für Zucht und Ordnung zu sorgen, ebenso wie es Onkel Imperator verlangt. On the verge of success. Soon, peace and order will be restored throughout the galaxy. Doch selbst nach dieser charismatischen Rede wollen sich das Rebellenpack und diverse andere Fraktionen einfach nicht befrieden lassen. Also glühen mal wieder die Laser. Ich schwinge mich hinter die Steuerknüppel mehrerer grundverschiedener Flieger. Der TIE-Jäger etwa ist äußerst zerbrechlich, aber flink und wendig, während sich der TIE-Bomber zwar so fluffig fliegt wie ein Braunkohlebagger, dafür aber als einziges TIE-Modell Raketen verschießen darf, bei denen ich sogar vor der Mission aus mehreren Modellen wähle, die sich mal besser gegen Jäger, mal besser gegen Großkampfschiffe eignen. Okay, wo war ich? Ach ja, bei den Schiffen. Etwas aus der Reihe fällt das Kanonenboot, das sich nicht nur in dicke Schutzschilde hüllt und Raketen verschießt, sondern mit seinen Ionenkanonen auch noch feindliche Schiffe lahmlegen kann. Und im Verlauf der 7 Story-Kampagnen macht schließlich sogar die TIE-Technologie Fortschritte, sodass ich gegen Ende im ebenso schnellen wie feuerstarken Jagdbomber Platz nehmen darf. Der verspeist Kanonenboote zum Frühstück, ist aber nicht unbesiegbar, doch dazu gleich mehr. Wo ich gerade die Story erwähnt habe, TIE Fighter erzählt eine eigenständige, von den Filmen weitgehend unabhängige Handlung, die sich neben den Rebellen vor allem um imperiale Verräter dreht. Hier macht Darth Vader einem der Überläufer den Prozess. Now you shall pay for your treachery. Doch nicht nur die ausgefeiltete Handlung hebt TIE Fighter vom Vorgänger X-Wing ab, es gibt auch mehr Schiffstypen, die in den, besonders im späteren Spielverlauf, abwechslungsreichen Missionen herumschwirren. In diesem Einsatz mischt sich das Imperium in einen Bürgerkrieg zwischen zwei neutralen Fraktionen ein, nicht ganz uneigennützig, versteht sich. Gewöhnliche Angriffs- und Escort-Missionen gibt's zwar auch, aber eben nicht nur. Vor jedem Einsatz erklärt ein Briefing die Ziele, in der CD-Version von TIE Fighter ist es sogar vertont. Außerdem darf ich den Flugoffizier um Tipps bitten, sowie ein Mitglied des Imperialen Geheimbundes nach versteckten Bonusaufgaben befragen. Verify that the cargo ferries are carrying the cargo that matches their manifests. They should be carrying new Starfighter technology. Fast jede Schlacht hat nämlich mehrere Primär-, Sekundär- und Bonusziele. Letztere muss ich selbst herausfinden. Hier sind sie nur aufgedeckt, weil ich die Mission bereits erledigt habe und ein zweites Mal im Simulator angehe. Zur grandiosen Schlachtenstimmung trägt maßgeblich bei, dass ich fast nie alleine unterwegs bin, sondern fast immer in größeren Schlachten kämpfe, in denen sich neben kleinen Raumjägern auch dicke Großkampfschiffe behaken. Noch dazu werde ich fast immer von Flügelmännern begleitet, die ich sogar befehligen kann. Hier hetze ich die Kameraden auf einen X-Wing der Rebellen und sie erledigen ihren Job mit Bravour. Auf den höheren der 3 Schwierigkeitsgrade ist nicht nur der Einsatz der Kameraden wichtig, sondern auch das Energiemanagement. Hier erhöhe ich die Laderate der Kanonen zu Lasten der Triebwerke und transferiere gleichzeitig Energie von den Lasern in die Schilde. Bei Großkampfschiffen wiederum lassen sich Systeme und Geschütztürme anvisieren und einzeln zerstören. Das jeweils aktuelle Zielsystem markiert TIE Fighter unten in der HUD-Anzeige. So kann ich die Dickpötte beispielsweise entwaffnen oder die Triebwerke lahmlegen. Das bringt ein bisschen Taktik ins Spiel. Einen Makel hat TIE Fighter allerdings auch. Besonders in den späteren Kampagnen erlebe ich immer wieder teils böse Überraschungen. Als ich eine Raumstation gegen einen Rebellenangriff verteidigen will, tauchen hier am anderen Ende des Schlachtfelds noch mehr Feinde auf, die ausgerechnet den Konvoi attackieren, den ich ebenfalls beschützen muss. Das Oberkommando reagiert darauf mit Funksprüchen. Solche unvorhersehbaren Skriptereignisse können Einsteiger frustrieren, machen für Veteranen aber gerade den Reiz von TIE Fighter aus.
Oh, wo wir gerade beim Ton waren, einen Anteil an der sternenzerstörerhüllendichten Atmosphäre hat auch die hervorragende Musik, die sich nicht nur dynamisch der Situation anpasst, sondern auch wichtige Ereignisse begleitet. Während ich mich diesen Feinden nähere, geht sie schleichend vom friedlichen Gedudel zum Kampfrhythmus über. Zwischendurch kündigt eine Fanfare das Auftauchen weiterer Feinde an. Hören Sie einfach mal zu, bis zum bitteren Ende. Das war selbstverständlich ein geplanter Tod. Rund ein halbes Jahr nach TIE Fighter erscheint das Add-on Defender of the Empire mit 3 Story-Kampagnen und einem neuen Schiffstyp. Das Raketenboot enthält mehr, nun ja, Raketen als eine chinesische Feuerwerksfabrik und wird so sogar dem allen anderen Fliegern haushoch überlegenen TIE-Jagdbomber gefährlich. Und wenn ein flinker Feind wie dieser A-Wing den Geschossen ausweichen möchte, kann ihn das Raketenboot ja immer noch mit seinem Traktorstrahl zwingen, sturgerade auszufliegen. Ein wunderbares Ziel. Zudem bietet Defender of the Empire noch ausgefeiltere Missionen als das Hauptprogramm. In diesem legendären Einsatz wohne ich einer Lösegeldübergabe an Piraten bei, die jedoch eine Falle ist. Sobald der Funkspruch Full Speed to Killima ertönt, darf ich die Gegner aufs Korn nehmen. Full Speed to Killima. Und los geht's. Imperial Scum, your treachery will be your undoing. Hier wiederum ist meine Flotte in ein Minenfeld geraten, das die Schiffe lahmlegt und ich muss als einsamer Verteidiger verhindern, dass sie gekapert werden. Alleine bin ich in Defender of the Empire übrigens öfter unterwegs, was die Einsätze kniffliger, aber auch spannender macht. Die Story der Erweiterung dreht sich, wie sollte es anders sein, um die Jagd nach einem Verräter. Dabei spielt auch der blauhäutige Großadmiral Thrawn eine Rolle, den eingefleischte Star Wars-Fans aus den Fortsetzungsromanen von Timothy Zahn kennen. Abgerundet wird der Handlungsbogen von TIE Fighter durch 3 Kampagnen, die ursprünglich als weiteres Add-on namens Enemies of the Empire erscheinen sollten, dann aber doch nur der CD-Version von TIE Fighter beilagen. Die Bonusmissionen erzählen unter anderem die Vorgeschichte der Schlacht von Endor, die man aus dem 3. Kinofilm Die Rückkehr der Jedi-Ritter kennt. Ewoks gibt's in TIE Fighter allerdings keine. Entscheiden Sie selbst, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist. Unterm Strich gebührt TIE Fighter mit seinen knackigen Missionen und seiner großartigen Atmosphäre ein Frontplatz in der Weltraum-Ruhmeshalle. Auch oder vielleicht gerade, weil man darin eben mal nicht die Guten spielt. Andererseits, Ruhe und Frieden in der Galaxis, das wünschen wir uns doch alle, oder? Good thinking, Move One.